gerade gemerkt, dass einen wunderschönen guten Morgen, ja, und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns gedacht, wir nehmen euch mal mit. Wir gehen auf die Rennstrecke nach Anodurin. Anodurin. Und ballern da heute mal eine Runde. Wir müssen ein paar Sachen testen. Von KW hat es ein neues Fahrwerk gegeben für den Honda. Und ja, ich habe den M2 dabei. Der Daniel hat auch noch ein paar Autos mit dabei. Ja, ich habe noch den GR Yaris dabei. Ein ganz einfaches Setup mit KW, den CRS Semislicks. Und du fährst, glaube ich, den Cup 2, ne? Ich habe einen Cup 2 dabei. Ja. Und ja, du hast auf jeden Fall noch Leistung. Ich habe überall Leistung drin, ja. Ja, war jetzt auf jeden Fall ein bisschen früh. Daniel hat mich gezwungen, um 5.30 Uhr aufzustehen. Ich war natürlich nicht da. Aber es geht jetzt gleich los. Wir fahren jetzt mal rüber. Es sind von hier aus, glaube ich, nur 2 Stunden, oder? Ja, du warst noch nie dort, oder? Nee, das erste Mal. Ja, also das liegt im Elsass direkt nach oder neben Freiburg. Das sind von hier 1,5 Stunden, 2 Stunden zu fahren, je nach Verkehr. Und dann schauen wir mal, was auf unserer neuen Hausstrecke so alles geht mit dem Klaus. Ja, ja, ich habe mir erst mal ein bisschen eingrooven müssen. Ich bin ja der Schnellste, aber wird auf jeden Fall spaßig. Dann gib mal Gas, dann starten wir jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Rennstrecke. Morgen! Wie geht's? Klaus! Hi. Du bist auch da! Hey! Grüß dich! Wir können kommen, du nimmst uns wieder mit rein, kein Problem. Deswegen die Anhänger, oder? Hab ich auch schon heimgefahren von dir. Hast du was zum Luft ablassen? Ja, ich da. Guten Morgen! Wo? Guten Morgen! Hi! Grüß dich, Klaus! Fühlst dich als Beifahrer irgendwie nicht sicher. Siehst du ja die Hütchen, die immer anfahren quasi. Ja. Da sind echt noch viele heute. Normal sind da wieder einer. Drei, vier Runden drauf hat, dann geht das eigentlich.
du wirst halt schneller, weißt du? Wenn du schneller wirst, muss auch der Reifen wieder mehr leisten. Also ich würde es jetzt mal so lassen. Ja? Ich würde es mal so lassen. Hinterher sind wir noch stabil beim Anbremsen. Ja. Man kann sie aber auch wieder anstellen. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier angekommen. Wir sind gleich mal zum Briefing. Haben uns noch einen kleinen Einlauf abgeholt. Genau. Bin auch schon die ersten Runden gefahren, wie man sieht. Heute ist zwar einiges los, aber die Strecke ist trotzdem schön frei. Wir konnten schon ein paar Runden fahren. Wetter ist perfekt. Keine zu heißen Temperaturen für die Autos. Das stimmt. Da reicht heute auch mal der Semi-Slick. Und dann wollen wir mal schauen, was wir heute noch für Runden zaubern, oder? Wir werden auf jeden Fall alles mitfilmen. Ich habe die Kamera im Auto, die können wir mal ein bisschen switchen. Ja. Auch mal in dein Auto hängen. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles für Ausritte haben. Ja, wird auf jeden Fall brutal. Ich denke, der Jahres wird auf jeden Fall den M2 mega abziehen, aber wir schauen mal. Ja, du hast wahnsinnig Glück. Ich fahre heute nur mit Map 1. Okay. Ich habe auch gerade schon auf Stage 1 umgeflasht auf die Trackmap, aber wir gehen mal auf die Bahn und dann sehen wir uns gleich wieder. Also. Ich möchte mich entschuldigen, dass es gebrannt hat, ja, die Bremse. Also nur leicht. Ich konnte keine Abkühlrunde fahren. Also deine Begleitung hat gesagt, das hast nur du. Nein, ich musste raus, weil der Weiße im Kiesbett war. Okay. Und dann kam ich aus der vollen Runde, ohne Abkühlen, direkt. Da ist gar keine Ampel, Kollege. Doch, die ganzen roten Ampeln, Mann! Okay. Ihr Penner. Ihr Penner. Aber zum Glück brennt er nur. Aber sie weißt du da komplett weg? Also wenn du kurz stehst dann? Ja, das ist schlecht. Dann ist ganz schlecht.
Und dann draußen haben sie jetzt so einen Vogel noch, der dich nicht mehr rein und raus lässt. Dann stand ich nochmal, dann war ich vorne an der Kreuzung, habe ich wieder mit Handbremse bremsen dürfen. Also, der Jahres hat ja das V3 drin. Funktioniert hier brutal und macht auch wahnsinnig Spaß, sehr geil zu fahren. Ich glaube, dass der Reifen auch sehr viel ausmacht. Ja, und der Reifen hat jetzt wirklich 4 Kilometer drauf. Also ja. Sind sie Fritte. Ja, wir waren ja beim Reisbrennen. Du warst in Italien im Urlaub und jetzt hier noch. Also, gefahren. Ja. Das ist auch ein schönes Auto, schau mal. Echt Spaß gemacht. Ich hatte vorher ja sowas. Ja. Also ohne RS, aber 992. Vom Spaßfaktor ist das genauso witzig. Ja. Du bist damit schon ein bisschen schneller, aber verhältnismäßig. Für ein Fünftel an Geld, ein Fünftel langsamer ist es nicht. Ja, vor allem, wenn du mit dem einplanst, dann ziehst du den USB-Stick und gehst heim. Ja. Was hast du vorhin gesagt über den Yaris? Wenn man den Yaris einplankt, dann... Muss ich keine Privatinsolvenz anwenden. Ja. Das ist nicht so schlimm. Der ist auch nicht versichert, weil die Allianz, seid alle gewarnt, die neuen Verträge... Obligatorisch Rennstrecke ausgeschlossen. Ja? Ja, ist das fahren, neu? Ja, ist so. Also nicht ganz neu, ich glaube seit einem Jahr oder seit zwei. Also wir fahren heute mit dem Yaris ohne Versicherung hier. Okay. So viel zum Thema, dass dir egal ist, wie schnell du damit fährst. Aber nochmal, dann machst du ihn halt kaputt, ist blöd, ist viel Geld. Ja, aber halt Motor bleibt immer heil. Überlebt man. Ja, der brennt halt höchstens ein bisschen. Der M2 hat mir auch viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Weil der ist ja brutal schwer geworden. Ja. Aber die kriegen das irgendwie hin, dass es wirklich nicht... Du merkst es, aber viel weniger, als man denken würde. Ja. Der fährt echt gut. Du musst dazu sagen, der... Und ich sage euch, ESP ausmachen. Immer. ESP alles aus, komplett aus. Er fährt so viel ruhiger und besser. Ja. Du hast gemerkt, Klaus, gell? Ja, ja. Also der Unterschied war echt deutlich spürbar. Wirklich. Okay. Das MDM-Modus oder wie das heißt, macht das Auto so nervös. Das Auto kann echt viel mehr. Ich würde gerne mit dem Auto hier fahren, wenn er noch andere Reifen drin hat. Also die... Und Leistung wäre schön. Leistung... Also ich rede jetzt vom Yaris, nicht vom M2. Ach so, ja. M2 war Leistung, okay. Nein, nein, da bist du ganz nur beschäftigt, nichts quer zu fahren. Ja. Ja. Da brauchst du nicht mehr was. Und? Sprit leer. Hey, der kann nix. Nee, du bist zu schnell gefahren. Nee, aber Fahrwerk ist viel geiler. Ich würde sogar fast noch härter drehen. Dann mach doch. Ist doch dein Ding. Drehen einfach komplett zu. Ist dein Fahrzeug. Kann man Stahl reinschrauben? Kannst du nicht so gut. Ich brauche die Kamera. Ja, wie ihr seht, ich muss mich hier noch in so einen Anzug zwängen. Hier ganz wichtig in Anodura. Fahrzeuge mit Käfig müssen Hans und Helm, ist halt eh klar, aber auch Hans haben. Und wie ihr seht, ich muss mir jetzt gerade einen ausleihen beim Alex, aber der ist halt irgendwie zwei Nummern kleiner. Aber gut. So, ich habe gerade gemerkt, dass wir gar keine Abschlepphaken haben. Also wir sollten besser nicht abfliegen. Da reißen uns die Karre doch komplett zusammen dann. Also ich habe meine auf jeden Fall hingemacht. Ja, ich weiß gar nicht, wo der hingehört. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, wir vergessen es jetzt einfach und ihr fahrt lieber auf die Strecke.
hilft ihn aus seinem Anzug. Pellwurst. Fette Sau. Pellwurst, ja. Also Markus, was sagen? Ja, wie steht's, was sagst du jetzt zu dem Fahrwerk? Ja, wie ist das Resümee des an. Fahrwerks? Nein, also wirklich das Resümee, also die Abschützung ist ganz anders. Also in den Kurven kannst du noch mal zuziehen. Du merkst noch mal gleich. Mehr. Du merkst abartig. Gleich die Feder. Ja, also das hätte ich. Das ist das Erste, was ich gemerkt habe. Ja, sofort. Ja, sofort. Die 130er ja. Feder. Ja. Das ist schon das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu dem natürlich, Übrigens. Natürlich hat er sein, also das Fahrwerk nicht Standard gekauft, sondern nach seinen Specs, nach deinem Wunsch. Und du hattest natürlich mal wieder recht, wie immer beim Fahrwerk. Es ist wirklich gut. Da bin ich froh, ja. Wenn es geklappt hat. Jetzt ist nur leider das Wasser mit der Null ausgegangen, als ich gerade auf einer schnellen Runde war. Aber die schnelle Runde machen wir noch. Ja. Wir müssen ja noch. Wir fahren ja gerade den Motor ein, also wir müssen noch Ölwechsel machen. Der hat erst 150 Kilometer drauf. Also Udele. Also, wir sind jetzt soweit fertig. Wir düsen jetzt wieder ab. Schauen wieder zurück in die Firma, da ist wieder einiges los. Und dann, ja, hätte ich gesagt. Danke fürs Einschalten und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Servusle, bis bald.